zwei neue Terminals machen in Europa auf. Qatar Airways hat eine Avios Promotion direkt zum Start ihrer Partnerschaft mit Avios. Und der erste Prozess in den USA, Strafprozess, um ganz genau zu sein, um die 737 MAX, ist beendet worden. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig ist, wenn ihr keine Nachricht aus dem Bereich verpassen wollt, vergesst nicht, uns zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten, denn wir leben vom Austausch mit euch, mit der Community und ganz wichtig, lasst uns ein Like da, dass es damit die Community größer wird. Die chinesischen Behörden haben beim Flug der MU5735 die Blackbox gefunden, also eine der beiden Blackboxen. Die Boeing 737-800, die ja von China Eastern abgestürzt ist, hat diese Blackbox preisgegeben, in Anführungsstrichen, und ist in keinem Zustand, der zur Freude ausrufen lässt, weil man nicht weiß, ob die überhaupt funktioniert. Weil, wenn man die Bilder von dem Absturz gesehen hat, hat man ja gesehen, dass das Flugzeug senkrecht in den Boden gerammt ist. Und die Blackboxen, die ja eigentlich nicht black sind, sondern orange, sind auch hinten im Flugzeug. Aber man wartet jetzt auf die erste Auswertung. Man konnte auch gar nicht sagen, inwieweit das eine sogenannte der Voice Recorder ist oder ob es der Flug Data Recorder ist. Also insofern muss man Mao Yengfeng, der Leiter der Unfalluntersuchungsabteilung der chinesischen Luftfahrtsbehörde oder Zivilluftfahrtbehörde, da nicht zu seinem Job gratulieren. Also schauen wir mal, ob man da irgendwas findet und wenn man das Ding aufgemacht hat, dass man weiß, was es ist. Hoffen wir mal, dass es halt, wie gesagt, funktioniert. Also man sucht jetzt weiter die zweite Blackbox und guckt, was die Ursache des Absturzes ist. Aber die Regenfälle und der Schlamm, der dadurch kommt, machen die Suche natürlich fast unmöglich. Ein weiterer Absturz oder beziehungsweise Abstürze, die für, ja, nennen wir es einfach mal, berechtigte Zweifel an der 737 geführt haben, war der Absturz in Indonesien der 737 MAX und der 737 MAX-Absturz in Äthiopien. Jetzt ist der ehemalige Chef-Testpilot von Boeing, der diese 737 mitentwickelt hat, im Prozess freigesprochen worden. Es ging da um seine Rolle bei der Zulassung des Flugzeuges. Und die Staatsanwälte warfen ihn in Texas vor, dass er vor Behörden falsche, unvollständige Angaben zu den Assistenzsystemen gemacht hat. Also damit ist dieses MCAS gemeint. Und damit sei man auch nicht seiner Berichtigungs- oder seiner Nachrichtenpflicht nachgekommen, dass die Piloten und Pilotinnen, die dieses Modell fliegen, die Software kennen oder halt wissen, wie das Flugzeug funktioniert. Die Geschworenen sprachen den Piloten Mark Faulkner dann am Donnerstag Nacht frei, also in der Nacht jetzt zum Donnerstag. Und das war schon nach 4 Tagen des Verfahrens der Fall. Das System MCAS, was halt wirklich helfen soll, die Trimmung des Flugzeuges zu halten, damit es nicht in einen Stall kommt, also dass der Strömungsabriss kommt und das Flugzeug damit abstürzt, war fehlerhaft. Und natürlich ist es eine 737, die in den 60er Jahren entwickelt worden ist. Man hat halt größere Triebwerke bekommen und dadurch ist es halt so, dass der Pitch nach oben geht und das wollte man halt mit der Software gegensteuern. Ja, was soll ich dazu sagen? 346 Menschen sind ums Leben gekommen und für 25 Monate war das Flugzeug, nachdem es Boeing Milliarden gekostet hat, gegroundet und es ist also sehr, sehr traurig. Also schauen wir einfach mal, was da passiert. Das Thema ist ja noch nicht ganz vom Tisch, weil man bei den 737 MAX 10ern noch ein bisschen beim Regulierer schaut. Aber es hat ja bei den Regulierern dazu Umdenken geführt. Die FAA hat ja jetzt diese Kompetenz wieder reingeholt und verabschiedet jede 737, aber auch die 787, die ja Probleme macht, per Handschlag selber. Ja, nachdem wir zwei Themen Abstürze haben, haben wir jetzt noch ein anderes Thema, das ist Krieg. Die Ukraine ist natürlich ein gesperrter Luftraum. Dann sind die Lufträume natürlich gesperrt worden, gegenseitig, reziprok, wie das heißt. Nachdem man Russland den Luftraum gesperrt hat, haben die Russen für unsere Leute den Luftraum gesperrt. Und damit
haben wir halt in Europa eine ganz andere Situation, wie sich der Luftverkehr verteilt. Und vor 4 Wochen nach dem russischen Überfall hat man jetzt bei Eurocontrol Datensätze ausgewertet und sieht daran die Trends. Und die Luftfahrt steht halt vor neuen Tatsachen. Im Prinzip ist es nichts anderes als der alte Kalte Krieg. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wo der Verkehr alles zum Erliegen gebracht worden ist, dann ist es natürlich die Ukraine, es ist die Republik Moldau und natürlich die Grenzen, die nicht angeflogen werden, beziehungsweise die man weit meidet. Die Verwerfungen sind auch tief bei uns im Luftraum natürlich zu spüren, weil die Fluggesellschaften Umwege fliegen müssen, die sicher sind, damit es da nicht zu Gefahren kommt. Man fliegt über Ungarn zum Beispiel nach Asien oder Litauen, die haben über 200 Überflüge pro Tag verloren. Das sind 46% weniger. Und das sind natürlich Themen. Auch der Flugverkehr von und nach Russland, egal wohin, nach Deutschland, England und so weiter, führt natürlich auch zu Reduzierungen. Aber seht das gerne mal auf der Karte. Wenn man sich das anguckt, sieht man noch, dass zwischen Türkei, Russland, aber auch den UAE, interessanterweise, sehr viel Luftverkehr ist. Aber trotzdem immer noch weniger als vorher es gewesen ist. Wenn man dann schaut, Litauen hat wirklich -46%, unvermeidlich natürlich -98% in der Ukraine und in der Moldau 100%, dafür aber die Verkehre dann zugenommen in der Türkei +10%, aber auch die Verkehre haben natürlich zugenommen in den Regionen, nicht nur der in den beiden Staaten abgenommen, aber in den Regionen drunter, also Ungarn, Österreich, aber auch bei uns in Deutschland, in Österreich und der Schweiz +10%, +15%, +17%, Italien +18%, weil natürlich alle Flugzeuge dann unten rumfliegen oder dann ganz weit oben rumfliegen. Deshalb haben natürlich auch Länder wie zum Beispiel Norwegen verloren -5%, Finnland hat +12%, weil man da natürlich dann den Weg obenrum dann sucht. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mehr Spaß macht, und zwar Berlin, Flughafen. Jetzt sagt ihr, what, Berlin macht Spaß? Naja, nun gut, es ist halt eher Folklore, was in Berlin passiert, aber nachdem man jetzt 1,5 Jahre lang den Terminal 2 eingemottet hat, hat man ihn heute endlich eröffnet, den Terminal 2 vom Flughafen Berlin-Brandenburg, wie er offiziell heißt. Und er ist zwar in einem Rekordtempo gebaut worden von 3 Jahren, weil man schon festgestellt hat, als das Terminal 1 geöffnet worden sollte, dass man, ja, Freunde, der Flughafen ist zu klein. Man hat Kapazitätsprobleme. Dann kam Corona, das war halt ein bisschen anders. Dann blieb das Terminal natürlich erstmal geschlossen. Am 31. Oktober 2020 sollte es eröffnen, aber brauchte man ja nicht. Man hat ja sogar Terminal 5 zugemacht, also das alte Terminal Schönefeld. Und das Terminal 2 hätte eigentlich, nur damit ihr mal so eine Zahl gehört habt, also wenn ein Terminal eröffnet und einfach nur auf ist, kostet es pro Monat 500.000 Euro. Einfach nur Licht an und dass es auf ist. Und da jetzt erst die Passagierzahlen wieder anziehen und man im Sommer einen Reisepeak erwartet, sagt man einfach, hey, wir wollen das machen. Und Aletta von Massenbach rät von 17 Millionen Leuten aus, was sie in der Presse gesagt hat. Der Vorteil ist jetzt natürlich, man hat das Ganze besser planen können. Man hat jetzt den Flughafen auch am Netz. Man hat ja auch im Terminal 1, nur als Zwischenfazit, diese Check-in-Booths weggeräumt, damit man mehr Platz für ein Check-in hat. Aber es wird vorerst von Ryanair genutzt. Das heißt also, der erste Flug, der heute um 14 Uhr abgehen soll, ist der Flug Ryanair FR177 nach London Stansted. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke ganz einfach, dass der Flughafen natürlich seine Hausaufgaben gemacht hat. Dieser Terminal 1 und Terminal 2 sind verbunden durch eine Fluggastbrücke, die in meinen Augen schon wieder scheiße ist. Warum? Weil die Leute gegeneinander laufen. Das heißt also, man hat da wieder wenig Platz. Aber macht euch selber ein Bild. Ich finde das halt teilweise zu eng an der Stelle. Das andere, was natürlich gut ist, sind, dass die Kontrollspuren 21 Meter lang sind, was das Doppelte ist, was im Terminal 1 der Fall ist. Damit hat man halt wirklich eine Entzerrung
der Ströme der Passagiere, dass man auch dann zum Beispiel mehrere Reisende nebeneinander hat, wie es mittlerweile üblich ist, die ihre Sachen zur Kontrolle ablegen können. Natürlich ist der Terminal 2 wesentlich zweckmäßiger, ist ein simplizistischer Bau geworden. Dafür konnte man natürlich mehr Platz bekommen. Was mich aber verwundert, ist halt, dass erst ab April dann andere Fluggäste den Genuss kommen, die nicht mit Ryanair fliegen. Und wer wissen möchte, wo das Gebäude liegt, es ist 3 Meter nördlich vom Terminal 1. Und schauen wir mal, welche wechseln werden. Lufthansa wahrscheinlich natürlich nicht, weil das im Terminal 1 seine Lounges und alles hat. Wäre auch mal schön, wenn beide Lounges aufmachen würden, nur so ein kleiner Hinweis. Aber weiterhin geschlossen bleibt, wie ich das eben schon erwähnte, Terminal 5 hatte, das ehemalige Terminal Schönefeld. Es dient auch als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge. Ich persönlich weiß gar nicht, ob man den überhaupt noch braucht, aber die Zahlen, wenn sie weiter nach oben gehen, dann braucht man jeden Platz und dann wird Ryanair wahrscheinlich da wieder zurückziehen müssen zu dem Terminal 5. Und wenn ihr es richtig zählt, Terminal 1, 2 und 5, Terminal 3 und 4 fehlen noch. Ja, mal sehen, wann das Ganze kommt. Es ist wunderbar in Europa im Moment, Terminals schießen wie Pilze aus dem Boden. Nein, eigentlich nicht, weil nur das Terminal 2 in Berlin ist neu gemacht worden. Das Terminal 2 in Wien ist einfach nur umgebaut worden. Ich bin sehr oft da abgeflogen und ich weiß es jetzt gar nicht. Julian Jäger, der CEO vom Flughafen in Wien, den wir ja auch öfters auf den Aviation-Events gesehen haben und auf Podiumsdiskussionen, der ja auch sehr Multimedia und Social Media affin ist, hat gestern das Terminal 2 eröffnet. Wiedereröffnet, muss man natürlich sagen. Es hat ein Jahr gedauert, ist es nach der Fertigstellung endlich eröffnet worden. Das sind natürlich aus denselben Gründen, wie es in Berlin der Fall war. Einfach nicht der Bedarf da und das kostet halt einfach Geld. Und damit sieht man, dass das rund erneuerte Gebäude, das Terminal 2, ein Sahnestückchen ist. Es hat eine zentrale Sicherheitskontrolle, die gab es vorher schon. Und zusätzlich sind die Gepäckausgabebänder und die Vienna Lounge hinzugekommen. 20.000 Quadratmeter sind umgebaut worden, 62 Millionen Euro sind investiert worden. Und die Hälfte aller Passagiere soll dieses Terminal benutzen. Es ist Schengen und Non-Schengen und Transitpassagiere. Man hat auch das Angebot an Shops und an Gastronomie erweitert. Es gibt sogar ein veganes Restaurant, wie Julian gepostet hatte auf Facebook, das hatte ich gesehen. Und es gibt auch ein Restaurant Zugvogel, das hat einen wunderschönen Blick auf den Flughafen Vorfeld, das ist wieder eröffnet worden. Und dann gibt es noch eine österreichische Traditionsmarke, Gastronomie-Traditionsmarke Trisniewski, ein Standort mit der neuen Vienna Lounge. Hat man dann auch eine alte Wunde weggemacht, dass man halt keinen Ort hat, wo man als Passagier die Zeit verbringen konnte. Selbst wenn du einen Loungezugang haben wolltest, gab es einfach nicht. Und je nachdem, wie die Verträge mit den Fluglinien sind, Business-Class-Passagiere und höher wahrscheinlich. Aber man kann natürlich auch, wie es heute üblich ist, den Zugang erwerben. Preise, habe ich gehört, 49 Euro. Wer jetzt was wissen will, was die Lounge bietet, Platz für 450 Passagiere, kulinarisches Angebot. Und es gibt Spielplätze und einen Gebetsraum in der Lounge. Also, wenn man dann weiter guckt, sieht man natürlich, dass da irgendwie auch ein paar Sachen fehlen. Aber schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ich denke mal, dass Julian Jäger da Gas gibt. Wer von euch übrigens in Berlin abfliegt, Terminal 2 oder aber Terminal 2 in Wien abfliegt, kommentiert unten und lasst es uns wissen. Jetzt haben wir das Thema mit Meilenpunkten und Status. Qatar Airways Privilege Club gibt 5.000 bis 10.000 Bonus-Avios, wenn man mit Cash and Avios oder Points Booking, heißt das ja bei anderen, bezahlt. Ganz einfach. Wichtig ist, die Aktion gilt seit vorgestern, gilt aber noch bis 31., dass ihr buchen könnt. Ihr könnt dann, wenn ihr die Meilenpunkte verdienen wollt, über die Seite buchen, aber ihr müsst den Quote QR, das ist Qatar, und Avios benutzen, alles in Versalien, wenn ihr die Buchung macht. Es gibt kein Limit, wie oft ihr das benutzen könnt.
Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das macht. Und man muss halt Mitglied sein. Ihr könnt, wenn ihr kein Mitglied seid, das Konto öffnen und dann von British Airways Punkte rüber switchen, wenn ihr daran euch beteiligen wollt. Und wichtig ist auch, es gibt auch nochmal andere Codes. Die sind QR Avios, HFPQR und ETQR Avios. Aber nehmt einfach QR Avios, das ist am einfachsten zu merken. Buchungszeitraum hatte ich ja genannt, 22. März bis zum 31. März. Reisezeitraum ist seit 22. März bis zum 31. Oktober. Und ihr bekommt in der Economy Class 5.000 Bonus Avios, 10.000 in den Premium-Kabinen, heißt also Business und First Class, zumindest solange die 380er noch fliegen. Und man muss halt einfach gucken, dass man da natürlich dann keine Promotional Bonuses bekommt für diese Buchung, das ist aber ganz klar. Und wichtig ist, wenn ihr mehrere Leute bucht in den Buchungen, kriegen natürlich alle die Punkte gut geschrieben, die ihr für den Flug gut geschrieben bekommen solltet. Deshalb immer die Avios-Nummer, also das heißt die Qatar Airways Privilege Nummer eingeben. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, danke, dass ihr heute am 24. März, Mensch, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu, ich kann es mir nicht verkneifen, das heißt also, wir haben ja schon in 9 Monaten Weihnachten. Wer das jetzt gehört hat, kann damit ja auch zeigen, dass er die Folge bis zu Ende gesehen hat. Dann könnt ihr auch die Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig einfach, nachdem ihr das kommentiert habt mit Weihnachten ist in 9 Monaten, natürlich den Abonnierbefehl folgen. Gehört einfach zu denen, die keine Folge verpassen, damit ihr die News aus der Aviation, aus den Meilenpunkten und Status einfach für euch nutzen könnt. Danke, dass ihr da wart und nächste Woche haben wir Stammtisch. Freue mich drauf. Ganz, ganz wichtig, ich freue mich wirklich drauf, am 29. März. Das ist ja quasi in 5 Tagen. Also, bis dann. Ciao.